da. Ich geh mal hier raus. Dann kamen wir, hier kamen wir her, ganz am Anfang, ne? Vielleicht haben wir hier irgendwo Benzin übersehen. In der Schublade vielleicht. Nein. Kein Benzin, weit und breit. Hier ist dieser Raum, wo sie die Leichen verbrannt haben. Hier haben wir einen verbrannten Brustkorb, okay. Bleistift. Kein Benzin. Muss doch irgendwie diese Flaschen da befüllen können. Die sind doch nicht umsonst da, kann mir doch keiner erzählen. Ist das? Benzin? Oh, ich dachte gerade, das ist Benzin. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das Monster hier hinkommen kann. Wahrscheinlich schon. Hier brauchen wir den Bolzenschneider für. Den haben wir nicht. Den haben wir einfach nicht. Das ist einfach so. Das kann ich nicht leugnen. Ach, hier war irgendwo der Typ, ne? Den das Monster sich geholt hat. Hier habe ich wütend die ganzen Sachen durch die Gegend geschmissen. Hier sind wir gespawnt. Ja, okay. Check. Lampen machen bringt nichts. Weil wir keinen Strom haben, weil wir kein Benzin haben. Hallo. Oh, hier können wir Schubladen drauf machen. Vielleicht finden wir irgendwas drin. Nein. Wo ist dieser Raum, aus dem wir dann... in dem wir den Typen gefunden haben, von dem wir die Knarre bekommen haben? Der ist ja auch irgendwo der Raum, ne? Ist dann hier links wahrscheinlich. Also nicht hier, sondern da hinten links. Aber hier scheinen wir erstmal halbwegs unsere Ruhe zu haben. Hier ist... Ach, so. Ja, wo war denn der Raum, wo wir den Typen da... Wo das Ding den Typ geholt hat? Dieses Vorratskammer-Ding? Hier ist eine Blutspur. Ist das hier gewesen? Denn hier haben wir noch nicht nach Benzin Ausschau gehalten. Da kann natürlich sein, dass hier Benzin ist. Was ist das denn? Was ist das denn? Fleisch! Okay. Hier das Monster ihn geholt. Fleisch, da können wir damit die Ratten ablenken. Das wäre natürlich sick, wenn wir dieses Fleisch in den Tunnel schmeißen. Vielleicht kommen da noch ein paar mehr Ratten. Da weg. Aber wir haben nirgendwo leider Benzin übersehen. Scheiße. Ja, okay, ich schmeiß nichts. Das war dumm. Ich geb's zu. Das hört das Monster. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ich speichere nochmal kurz, bevor wir das Fleisch gefunden haben. Das ist ja eine gute Sache. Und Tür zu. Jetzt chillt er in diesem Raum drin. Die ganze Zeit. Da hat er ja eben uns auch aufgelauert, als wir da reingingen, ne? Nervt mich. Was machen wir mit dem Fleisch? Das kann ich nochmal in Ruhe lesen. Als Köder für Ratten, sehr gut. Und andere Schädlinge, auch das könnte, so kann man auch das Monster bezeichnen als Schädling. Schön. Das ist sehr gut. Diese leere... Immer eine leere Flasche schon mal mit. Weil ich die andere wohin geschmissen hatte. Dann lassen wir den Molotow, lassen wir mal... weg. Was aufnehmen können, denn ich möchte ja probieren, das mit dem Fleisch, die da wegzulocken. Einmal speichern.
dann gehen wir mal den normalen Weg. Wir gehen den normalen Weg. Einmal kurz nochmal Vollgas Licht. Dann, es muss ja irgendwie möglich sein. Denn da sind überall, sonst hätten wir bestimmt schon Benzin gefunden, aber da wir das Treibstofflager da jetzt gefunden haben und da überall leere Flaschen unterwegs sind, muss man ja bestimmt diese Flaschen befüllen können, bin ich mir sicher. Wir einmal gleich kurz Schaden erleiden, weil die Ratten natürlich wieder da sind. Das Fleisch verwende ich jetzt nicht für die, das wäre ja Verschwendung. Aber es ist interessant zu wissen, dass die Ratten auch vor dem Biest weglaufen. Das ist dann nochmal ein gutes Indiz dafür, dass wir dann dahin können. Oh. Alphonse hat nichts dabei. Hab ich gesehen. Ach, warte, was mache ich denn hier? Wo wir gerade schon hier sind, wir können ja da erstmal... Wir hätten ja noch einen Typen da gefunden. Eine Nummer, die wir noch gar nicht aktiviert haben. Oh Gott. Wenn wir jetzt sterben, ist das schlimm. Wir haben eben gespeichert. Sterben ist jetzt nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich möchte ja nochmal probieren, hier das Fleisch. Wenn wir das jetzt hier irgendwo hinschmeißen. Used meat to lure rats away from the corpse. Ach, hier ist auch was. Ist okay, ist okay. Wir lassen uns kurz töten, aber hier ist nichts drauf. Okay, fuck. Natürlich, jetzt müssen wir uns auch töten lassen, denn wir haben ja jetzt kein... Müssen wir uns töten lassen, denn wir haben jetzt kein... kein Medipack mehr. Müssen wir so von da hinten holen. Wie wir wissen... Ja komm, machen wir doch mal tot, genau. Das war jetzt ein bewusster Tod. Ist auch mal schön, dass wir den mal wählen können und nicht immer aus Versehen sterben, weil wir zu doof sind. Also ich, nicht ihr. Gut. Konzentration. Wir haben das Fleisch, ne? Genau. Die leere Buddel. Das Fleisch. Aber wir gehen jetzt erstmal hier. Fortune. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. Mal gucken, was er für uns hat. Hoffentlich nicht nur Shit. Wir sprinten nicht. Denn hier wurden wir auch schon oft erwischt, aus diesem Loch. Forte, wo bist du denn? Ich kann mich an deinen Namen gar nicht erinnern. Hier bist du. Eins. Zwei. Drei. Neun. Was hast du für uns? Benzin! Martin, du bist der Beste. Ich bin glücklich. Was haben wir denn hier überhaupt noch so für Sachen? Also hier, der Typ. So, das Foto können wir doch mal angucken. Das kennen wir zwar schon vom letzten Mal. Wann sind wir gestorben danach? Schraubenschlüssel. Kugeln. Eine Notiz. Oh, noch mehr Tasche. Schee müssen wir auch noch finden. Bardin. Und der Typ von eben, der hatte ja gar keine Nummer hinten drauf. Der liegt jetzt hier genau neben. Ich habe ihn noch nie gesehen. Einmal zweifle ich echt an meinem Verstand. Wir sagten jetzt richtig viele Sachen ein. Haben sogar Benzin gefunden. Geil. Was hast du für uns dabei? Nix ganz. Ich habe die Nummer noch gar nicht angeguckt. Ich habe sie auch wieder vergessen. Direkt. Ah, voll oder Aufregung. Gut. 3793. 3. 7, 9, 3. Verband ist auch gut, können wir nicht nehmen. Aber eine Kugel können wir nehmen. Den Verband holen wir uns dann gleich.
Habe ich hier noch irgendwas Sinnvolles übersehen? Lagte hier echt die ganze Zeit rum, ich habe es nicht gesehen. Oh, ist das peinlich. Ihr habt euch bestimmt gedacht. Oh, du dumm Idiot, guck doch mal da hin. 50 Mal läuft er da vorbei. Dämlicher Typ. Und ihr habt vollkommen recht, leider. So, was haben wir hier noch? Granate. Wo ist denn der Seitenschneider eigentlich? Den brauchen wir nun auch noch. Die Liesel hatten wir doch schon, ja. Scheiße. Hey, wo ist denn der Seitenschneider? Entschuldigen Sie mal. Kein Seitenschneider. Den haben wir noch nicht, da bin ich mir sicher. Kann ich mal gucken. Nee. Kein Seitenschneider. Genau, ja. So wollen wir das dann auch machen. Wenn wir endlich deine Nummer finden, Foreman Stafford. Im Benzin. Ich bin glücklich. Das werden wir jetzt gleich einfüllen. Uns nach hinten begeben. Irgendwo da chillt er schon wieder. Es ist hier bei uns in der Gegend die ganze Zeit. Das ist natürlich schlecht. Aber das heißt, vielleicht haben wir dann weiter hinten unsere Ruhe, wenn wir da dann hingehen. Vermute ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde gerne mal hier so sehen, ne? Aber nix. Gut. Wir haben Benzin. Wir können Sachen abladen. Den brauchen wir jetzt nicht. Wir speichern aber kurz. Ich hätte lieber danach speichern sollen, aber ist egal. Wir gehen jetzt hinten zurück. Wir füllen jetzt Benzin ein. Man glaubt es nicht. Wie schön ist das? Und dann können wir hoffentlich gleich irgendwie Benzin abfüllen, da ich... Wir schmeißen den Kanister einfach weg. Wir können einfach so einen Kanister nehmen, aber den feuert er ja einfach irgendwo weg in die Unendlichkeit, dass man ihn nicht mehr sieht. Scheiße. Okay. Lauschen, wo er ist. Und ist mal hier lang. Oh ne, wir gehen doch nicht da lang. Denn dann muss ich auf jeden Fall auf dem Weg auch zurück. Und dann ist nachher diese Tür hier zu und ich will hier rein und es ist alles schrecklich. So. Hier rennen, ist mir alles egal. Jetzt müssen wir das Licht ja wieder ausnutzen. Das heißt, wir können jetzt nicht hier einfach rumpupen. Halt. Ah, manchmal. Ich wollte ja noch das. Hier das Medi. Die Medi-Rolle aufsammeln. Da wir dann gleich über die Ratten hüpfen müssen. Wenn wir sterben, ist nicht so schlimm, dann haben wir wenigstens. Hallo. Schau, Bruder. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich kann jetzt nicht anhalten. Ich muss hier schnell weg. Vielleicht, wenn er hinten jetzt rauskommt, dann haben wir hier unsere Ruhe. Vielleicht, wenn er da hinten dann rumchillt. Hallo, Ratten. Das mit dem Fleisch werden wir dann nochmal probieren. Aber es hat leider nicht genug weggelockt, ne? Das Fleisch. Müssen wir ja wieder ein bisschen Schaden riskieren. Komm, sei ruhig. Den Tisch davor schieben. Fleisch. Los. Auf! Ich schüttel meinen Kopf. Ist egal. Ich hole jetzt, bevor ich das Benzin einschütte, hole ich im Dunkeln nochmal das Medi-Ding. Und vielleicht muss ich einfach doch auch noch den Molotow mitnehmen.
Denn das mit den Ratten. Was ist mit der Knarre? Die Knarre überhaupt nicht. Ich rede nicht auf das Monster. Okay. Oder wir holen einfach ganz schnell das Ding. Speichern nochmal. Ja, schrei rum, ist mir alles egal. Oh. Doch nicht so egal, anscheinend. Wo kommt er? Wo ist er denn? Da. Ciao, Bruder. Ciao, Bruder. Wir gehen noch kurz hier rein. Können wir jetzt sehen? Kommt er jetzt angestapft? Na, wo bleibst du, du blödes Huhn? Kok, kok. Hau dich! War das jetzt... Oh, schon verschluckt vor der Aufregung. War das das Geräusch, dass er wieder in seine... in sein Loch reingekrochen ist? Oder hat er jetzt hier gegen gehauen? Oder war ich das? Oh, das ist alles aufregend. Okay, nochmal speichern. Und mit dem Benzin nach hinten. Wir müssen da ja nur einmal durchkommen durch die Ratten. Wenn ich nicht so dumm bin wie eben und einfach viel zu früh runterkrieche. Vamos. Ab geht's. Eigentlich mag er ja Licht nicht, dass ich am Anfang gedacht habe, easy peasy, aber wenn es zu schlimm wird, ist ihm das Licht doch egal. Das ist mir nicht egal. So, komm, wir rennen jetzt hier. Ach, ja, oh, sorry, du darfst kurz laden, ist alles gut. Ich höre den kleinen. Das Biest. Ich höre es ganz genau. Oh, oh Gott. Was macht ihr hier eigentlich? Käse. Die haben hier eine Runde Käse. Ah, da ist noch mehr Fleisch drin. Oh, das ist jetzt interessant. Können wir den Käse hier nehmen? Nee, können wir nicht. Bruder, sei doch mal ruhig, ich muss hier gerade echt was ausprobieren. Ihr habt keinen Zeit für den Scheiß. Da ist noch mehr Fleisch drin. Wenn wir jetzt sterben, ist auch nicht so schlimm. Wenn da die Hand gleich rauskommt. Ich hab's genau gewusst. Zack, zack. Sind die Ratten wieder hier? Ja, aber hier ist egal, die haben ja alles schon ausgelöst. Da ist so ein Stock, was haben wir mit dem Stock? Upsi dupsi! Stimmt, ist einfach hier. Wenn wir sterben, ist nicht schlimm. Jetzt haben wir ja, dann haben wir wieder Benzin gespart, sozusagen, ne? Ja, komm, Bruder. Jetzt haben wir Benzin gespart. Das werden wir gleich. Jetzt werden wir gleich das eine Fleisch, das wir haben, verwenden, um die Ratten da wegzulocken. Und dann werden wir uns diese anderen Fleischstücke da nehmen. Dann können wir nämlich tatsächlich vielleicht alle in dem Gang weglocken, wenn wir mehr Fleisch haben. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr gut. Ja, das wäre... Okay. Benzin müssen wir noch einfüllen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Benzin rein. Zack. Wir sprinten los. Schmeißen die Tür auf. Hüpfen über die Ratten. Das sieht ein bisschen Schaden, was nicht so schlimm ist. Hüpf! Auch nicht!
Bruder, ach komm. Ach komm. Das muss jetzt nicht sein. Das ist doch scheiße. Jetzt geht dann gleich unser ganzes... Ich hab nicht rechtzeitig zugemacht. Ich hab an der Tür vorbeigegriffen. Scheiße. Okay. Vielleicht soll ich doch nicht immer sprinten. Ich geb's zu. Ich will dann halt da schnell lang. Lockt ihn an, wir sprinten nicht immer. Aber wir werden das jetzt gleich ausprobieren mit dem Fleisch. Ich bin frohen Mutes. Zwischendurch hatte ich ja wenig Hoffnung, als wir keinen Benzin mehr hatten. Aber es klappt ja doch halbwegs gut ohne Benzin. Jetzt haben wir wieder Benzin. Umso besser. Muss ich jetzt gleich schon wieder einfüllen, ne? Egal, okay, mach ich. Kein Problem. Ah. Gut. Dann tun wir das Fleisch denn, schnappen das andere Fleisch, schmeißen das ganze Fleisch in den Tunnel, gehen durch den Tunnel, gehen das nochmal zurück, probieren da unten diese Tür aufzumachen, damit wir nicht immer durch den Tunnel müssen. Dann gucken wir nochmal, dass wir die ganzen Sachen einsammeln, die ganzen Medipacks, probieren Benzin aufzufüllen in diese kleinen Flaschen, sammeln wir ein paar Flaschen, bringen die hierher. Wenn wir die Tür aufmachen können, können wir ja unten einfach lang, das wäre ja deutlich einfacher. Und dann gehen wir in den MG-Bunker rein. Beste Leben. Naja, schlechteste Leben ist das hier, absolut schlechteste Leben.